Liebe Zuschauer, viele hier im Wahlstudio, die haben im Grunde die Nacht durchgemacht, kaum eine Minute geschlafen. Und auch wir vom Mittagsmagazin, wir haben gesagt, nee, schlafen können wir später. Schwärmen wir erstmal aus und tauchen richtig hinein in diese Wahlnacht. Der Beginn einer sehr langen und aufregenden Wahlnacht in Washington. Normalerweise, wenn man in ein Taxi einsteigt und das Ziel angibt und der Fahrer sagt plötzlich, das Ziel ist so wundervoll, deswegen fahre ich Sie umsonst. Sowas erlebt man ja nicht. Außer hier in Washington. Free ride to the pole. Yes. Genau, free ride to the pole heißt die Devise. Das heißt, wer jetzt zur Wahl fährt und wer Obama wählt, der darf kostenlos mit dem Taxi fahren. Und das macht unser Chitayo, der wird uns gleich fahren. Bitte einsteigen. Free ride to pole. Ich bin in Äthiopien geboren und lebe hier seit 1972. Es gab in diesem Land noch nie eine so schlechte Stimmung, auch im wirtschaftlichen Niedergang wie jetzt. Ich hoffe, dass Obama den Niedergang bremst. Ich erwarte keine Wunder von ihm, aber ich sehe durch ihn eine neue Hoffnung. Er gibt dem Volk Visionen, er schafft wieder Vertrauen, aber dies wird Zeit brauchen. Und jetzt sind wir an der Poll Station und die macht in wenigen Minuten zu. Hier werden die letzten Wahlen getroffen und dann kann sie beginnen. Die große Wahlnacht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Election Day, das ist natürlich auch ein Party Day. Wenn die Stimmen abgegeben ist, dann wird auch in vielen privaten Häusern und Wohnungen, wie zum Beispiel hier, gefeiert. Obama ist inspirierend. Er denkt international. Er hat den nötigen multikulturellen Hintergrund, das ihn befähigt, uns ins 21. Jahrhundert zu bringen. Normalerweise geht die Happy Hour hier im Asmara Café nur bis 19 Uhr, aber für das Völkergemisch drinnen beginnt vielleicht gerade erst die echte Happy Hour, denn Obama liegt noch immer mit 207 Stimmen vorne und vielleicht wird das die Nacht der Nächte, der Moment der Momente. Und da mischen wir uns jetzt ganz einfach mal drunter. Ich bin sehr glücklich, dass ich das noch erleben darf. Ich gratuliere Herrn Obama und seiner Familie. Und jetzt gibt es überhaupt kein Halten mehr hier in diesem Viertel. Alle flippen aus und es wird gefeiert. Obama ist der neue amerikanische Präsident. Und ich glaube, man versteht sein eigenes Wort hier nicht mehr. Ja, Happiness, wohin man blickt. Und ich glaube, wir feiern hier die ganze Nacht durch. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen verdünnisieren hier. Obama for President. Jo, so haben wir uns die Nacht um die Ohren geschlagen. Liebe Zuschauer, wie sagte einer der Kommentatoren letzte Nacht so treffend, wer Barack Obama auf der Bühne sieht beim Reden, der vergisst ganz schnell und